Aber jetzt habe ich hier eine schöne Spinne entdeckt. Ja, servus zusammen. In dem heutigen Video vertreibe ich mir hier bei mir im Garten mal die Zeit mit meiner Makrolinse. Das ist jetzt hier eigentlich keine Fotolinse, sondern eher eine Linse zum Filmen. Und die wird von mir eigentlich auch nur auf dem Stativ oder auf dem Slider verwendet. Aber ich will mal schauen, ob ich trotzdem aus der Hand es irgendwie schaffe, schöne Makroshots hier bei mir im Garten zu machen. Und ich schaue mir jetzt als erstes mal nach irgendwie Wassertropfen um, weil vorhin hat es geregnet, und Spinnen oder Getier oder so. Und da probiere ich mir jetzt einfach mal aus. Ihr müsst wissen, dass diese Linse eine Weitwinkel-Makrolinse ist. Und ja, die funktioniert eigentlich nur im manuellen Fokusbetrieb. Zu beachten ist eigentlich, wenn man jetzt nicht mit einem Slider arbeitet, ja, wo die Linse das Objekt entlang fährt, muss man eigentlich die Blende ziemlich stark schließen, weil im Makroshot ist es so, wenn ihr zum Beispiel eine Biene damit fotografieren möchte und wäre jetzt auf einer Blende 14, bei dieser Linse zum Beispiel, wären nur die Augen scharf und der Rest vom Körper wäre komplett unscharf. So muss ich diese Linse komplett schließen, vielleicht auf 2f32 oder Blende 40 oder sowas. Ich muss die echt komplett zumachen. Das gilt einfach für mich jetzt so zu beachten bei der Makrolinse. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr f32 oder f40 wählt, dann braucht es unheimlich viel Licht. Vor allem auch, wenn ich die Schichten jetzt hier aus der Hand fotografiere. Ich kann ja auch nicht ewig lang belichten. Also ich werde jetzt auf 1/125 oder sowas fotografieren. Und das nötige Licht, das gebe ich mir jetzt hier über eine Powerbank und ein Kabel, was ich hier anschließen kann. Sollte funktionieren, oder? Geht's an? Beschaffen, jetzt sollte es eigentlich angehen. Ja, seht ihr es? Kann ich heller stellen, 1, 2, 3, wird es heller oder dunkler. Ja. Schaut her, ich habe das jetzt hier einfach an der Powerbank einfach angeschlossen, hier das USB-Kabel mit dem Schalter. Schaut ein bisschen oldschool aus, aber vielleicht hilft's. So, und als nächstes suche ich mir jetzt mal irgendwelche Käfer oder Spinnen oder sowas. Boah. Ich muss mit der ISO extremst nach oben gehen. Ich bin jetzt auf 3200. What? Und ich kann euch sagen, das hier ist wirklich ein Videoobjektiv. Also im Fotobereich ist es wirklich nicht so scharf, wie man es eben kennt von richtigen Makroobjektiven. Aber wenn sie jetzt die Schnecke hier mal irgendwie mal irgendwann bewegen würde, könnte ich vielleicht ein schönes Bild schaffen, aber die hat keinen Bock. Die eine Schnecke da drüben, die wollte nicht so richtig, die ist eingezogen, aber hier sehe ich die Fühler. Vielleicht kann ich mich hier ganz, ganz langsam nähern. Sobald ich mich den Schnecken irgendwie näher, zieht sie sofort alles ein. Also die Schnecke da vorne, die ist einfach eingezogen, die will nicht richtig als Fotomodel dienen. Aber ich habe jetzt hier eine Spinne gefunden und an die wage ich mich ran. Ich sehe jetzt hier das Spinnennetz, ist so groß. Das ist Wahnsinn, da muss ich jetzt mal schauen, wie ich mich da nähern kann. Von Vorteil ist wirklich diese lange Linse, dass ich die Spinne nicht irgendwie berühren muss. Jetzt frage ich mich nur, wie ich die Kamera wirklich ruhig halten soll. Erstmal anmachen, wäre ganz gut. Auf eine ISO 3200. Oh ja, jetzt komme ich langsam nah ran. Ooh.
Wow, es ist extrem schwer, die Linse wirklich ruhig zu halten. Also vernünftig wäre es jetzt mit einem Stativ zu machen, aber ich will jetzt mal schauen, was ich aus der Hand hier machen kann. Das ist eigentlich auch nur eine Spielerei hier von mir. Aber ich will es trotzdem mal abchecken. Fast schon ein bisschen furchteinflößend, wenn man es so sieht. Ich muss jetzt vermeiden, dass sich hier dieses Licht in der Fensterscheibe spiegelt und ich versuche auf derselben Höhe zu fotografieren, dass sie gleichzeitig von der Fensterscheibe wieder angeleuchtet wird, hier durch diese Lampe. Also einmal auf die Spinne und einmal kommt das Licht zurück. Mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. Cool, dass die Spinne mitmacht. Ich berühre sie ja fast. Schwierig ohne Stativ. Okay, von Spinnen habe ich jetzt genug. Ich habe hier eine Schnecke entdeckt in der Wiese. Mal schauen, ob ich die auch kriege. Das ist eine geile Optik. Aber auch leider, die hat jetzt hier ihre Hörner eingezogen. Oh, schade. Ganz schön schreckhaft, so Nacktschnecken. Ich will sie ja nicht essen, ich will ja nur ein Foto machen. Da sieht man echt, wie schwierig das ist, so Makrofotos zu machen. Echt krass. Und so viele Versuche hat man da gar nicht. Ich warte jetzt einfach mal ab. Mal schauen, wer mehr Geduld hat. Die Schnecke oder ich. Durch die LEDs hier könnte man vermuten, die Schnecke hat irgendwelche Pupillen vorne an den schwarzen Fühlern oder Hörnern, weil die sich echt schön spiegeln. Sieht richtig cool aus. Also das Experiment mit der Nacktschnecke hier auf der Wiese hat jetzt mal funktioniert. Und im Zusatzlicht. Und ich fotografiere auf 1/160 und ISO 3200 und auf eine 40er Blende. Das ist der Hammer. Und ich habe echt gemerkt, wenn man sich ganz, ganz langsam rannähert und das Objektiv hier mit den Fingern ein bisschen stabilisiert, kommen da doch Bilder zustande. Also das hat mir jetzt gefallen. Jetzt habe ich mal ein paar schöne Aufnahmen von so einer Baby-Nacktschnecke. Gut, also jetzt hatte ich schon eine Spinne und eine Nacktschnecke vor der Linse. Ah, da hinten ist ja noch eine Nacktschnecke. Vielleicht schnappe ich mir die noch. Ah, wenn die Wiese nur nicht so nass wäre. Sind schon recht schreckhaft, so Nacktschnecken, nur hätte ich gar nicht gedacht. Also ich habe jetzt festgestellt, man kann Makros aus der Hand schießen, aber es ist unheimlich schwierig. Spaß gemacht hat es mir trotzdem. Dankeschön, dass ihr mir über die Schulter geguckt habt. Das nächste Mal würde ich tatsächlich echt lieber ein Stativ nehmen und mir da die Zeit dafür auch hernehmen. Mit welchen Linsen fotografiert ihr denn? Also ich habe jetzt ja nur diese Videolinse gehabt. Wenn ihr mit Sony fotografiert, das würde mich echt interessieren. Oder sagt ihr Makro, komm, lass sein. Blümchen und Insekten interessieren mich gar nicht. Würde mich interessieren. In dem Sinne, ciao, euer Sigi.